Herzlich willkommen zu unserem Kongress Bewusstsein sich selbst sein. Heute haben wir zu Gast zwei Personen. Eines ist die Dianara Joos. Herzlich willkommen. Und Ariane Randecker, auch herzlich willkommen zu unserem Gespräch. Ich beginne ganz kurz bei dir, Dianara. Du bist ehemalige Kinderkrankenschwester und arbeitest heute auf ganz verschiedenste Art und Weise. Wir haben lange versucht, einen Begriff zu finden, was du tust, und sind darauf gekommen, wir nennen es mal Energiearbeit und Frauenarbeit. Und du, Ariane, du bist ehemalige Apothekerin, lässt das heute noch in deiner Arbeit anfließen, von Natur, Kosmetikkurse und Pflanzen. Und auch bei dir, du machst so viel Verschiedenes, Energetisches mit Reden, aber auch mit dem Körper. Und auch du interessierst dich sehr für Frauenarbeit. Und ich freue mich schon sehr darauf, dass ihr euer Projekt vorstellen wollt oder eure Frauenarbeit hier auch etwas vorstellt. Zuerst aber möchte ich gerne von euch ganz persönlich wissen, vielleicht du zuerst, Ariane. Was bedeutet für dich Bewusstsein, dich selbst sein? Also Bewusstsein ist für mich kein Zustand, für mich ist es ein Prozess, der irgendwann vor langer Zeit mal angefangen hat und sich einfach stufenweise, Schritt für Schritt entwickelt. Und je mehr ich mir oder meinen eigenen bewusst werde, desto mehr kann ich mich selbst sein. Das ist für mich so ein, ja, das hängt zusammen. Was bedeutet das für dich, Bewusstsein, dich selbst sein? Ist für mich so ein Moment oder so ein Zustand, wo ich bin. Also, dass ich im Moment bin mit allem, was ist. Auch was mal angefangen hat, weil irgendwann hatte das Wachwerden angefangen, ist für mich auch so ein Weg. Und ich habe den angefangen vor vielen Jahren und irgendwie geht es immer weiter. Also man kann das nicht stoppen und aufhören. Irgendwo führt es einem immer wieder hin. Und auch so mit dem Bewusstwerden immer wie mehr merken, ja, wie bin ich im Moment hier zu Hause, auch so in meinem Körper verbunden. Und das macht mein Geist oder was ich bin auch bewusst und klar. Ja. Wie seid ihr denn auf diesen Weg gekommen? Gab es da ein spezielles Erlebnis oder wart ihr schon als Kind sensitiv oder wurdet ihr da reingeschubst auf diesen Weg? Und wie bist du oder du zum Frauenthema gekommen? Das ist ein spezielles Thema. Also, bei mir hat es eigentlich angefangen an meinem 28. Geburtstag, als ich die Verlobung mit meinem damaligen Freund und heutigen Mann vor versammelter Familie bekannt gegeben habe. Und in der darauffolgenden Nacht und viele Nächte darauf habe ich plötzlich sehr intensive Träume von meinem Vater bekommen, der mit 12 Jahren verstorben war und wo ich keine Trauerarbeit geleistet hatte. Und ja, und die Träume waren so stark und so intensiv, ich habe einfach gewusst, irgendwas muss ich machen. Und bin dann auf verschiedenen Wegen nach München gekommen, zu meiner Schwester, die hat dort die Voice Dialogue Ausbildung gemacht. Das ist eine Methode, wo man mit seinen inneren Teilpersönlichkeiten arbeitet, und bin dort eine Woche zu ihrem Lehrer in Einzelsitzungen gegangen. Und das hat einfach Türen, Fenster, Tore geöffnet und natürlich Altes ist hochgekommen und Neues war plötzlich möglich oder auch zu verspüren, Veränderung ist wirklich möglich und es gibt noch viel mehr. Und ja, von da an ist das immer weitergegangen. Und zu den Frauen oder Frauenarbeit ist das, wenn du mich vor 10 Jahren gefragt hättest, Frauenarbeit, dann hätte ich gedacht, ich bin Frau, mir geht es gut, was gibt es da noch zu arbeiten? Also
ja, und bin dann aber langsam auf verschiedenen Wegen, also ein Seminar war bei Diana Richardson, Zeit für Weiblichkeit, wo ich plötzlich auch gemerkt habe, hups, da ist ja noch viel mehr und auch viel Tabu, Scham und Schmerz dabei, ganz besonders zum Thema Frau sein. Und das hat sich so langsam weiterentwickelt, auch wie wir unseren Frauenkreis angefangen haben, war nicht, wir machen einen Frauenkreis, sondern das entstand ganz, ganz spontan. Vielleicht magst du erzählen. Also einfach zudem spontan, wir waren da zusammen an einer Messe, irgendwo an einer Lichtmesse oder so, und wir standen da vor einem, ja, das war wie eine Statue oder eine Lichtstatue, und wir sahen uns an und sagen, das gehört in unsere Praxis oder in unseren Raum. Und wir schauen, also wir haben einander angeschaut und gesagt, aha, okay, da will irgendetwas, dass wir zusammen etwas machen. Aber noch nicht was, wie, wo, sondern es war so klar, es war so ein magischer Moment, so ein Moment wirklich, wir machen was zusammen, wir kreieren was zusammen. Und da waren die Ideen schon ein bisschen länger da, auch bei mir, so mit Frauen zu arbeiten, auch von den Einzelsitzungen her. Und dann haben wir angefangen, einfach das zu kreieren. Und dann wirklich mit ganz wenigen Frauen haben wir angefangen, einfach so unsere Erfahrungen zu sammeln. Also seinem Herzensruf gefolgt. Ja. Ja. Also es hat sich eigentlich, ich würde auch schon sagen, auf eine weibliche Art entwickelt. Also männlich wäre, sage ich, wir machen einen Frauenkreis, tak, tak, tak. Und das ist einfach so entstanden, ohne dass wir es eigentlich geplant hatten. Und es ist immer gewachsen und größer geworden. Und natürlich haben wir auch viele Erfahrungen sammeln können und je länger, desto mehr auch wirklich spüren können, was möglich ist, wenn Frauen sich miteinander verbinden und versammeln. Also wo wir oft auch selber staunen, weil wir nicht erwartet hatten, dass so etwas passiert. Ja, genau. Wie bist denn du auf den Weg gekommen? Also als Kind habe ich schon eigentlich immer gesehen, gefühlt, gespürt. Und das war für mich aber völlig normal. Also ich sah Dinge in den Taschen von meinem Großvater, wo meine Mutter ihm sagte, ja, das kannst du nicht wissen, du hast da hineingeguckt. Nicht. Nein, ich weiß es einfach. Also so mit einer Natürlichkeit, so, ich weiß es, aber ich habe mich nie hinterfragt, woher ich das wirklich weiß, weil das für mich einfach normal war. Meine Großmutter ist Italienerin, also meine Mutter, und ich war schon immer sehr verbunden mit den Engeln, weil ich musste da in die Kirche und mit, aber ich habe immer nur die Kirche angeschaut, die vielen Bilder und die Engel gezählt und war einfach da, ja, sehr verbunden mit diesen Wesen und habe mir überhaupt nie irgendetwas überlegt, dass man das lernen kann, oder weil es für mich einfach immer da war. Und so der Punkt, oder sag ich mal, das, was mich auf den Weg gebracht hat, war eigentlich meine große Krise nach meiner Heirat. Ich dachte, oh, eigentlich müsste ich ja glücklich sein, und ich war es gar nicht. Ich war tief, tief traurig und unglücklich und ich habe es nicht verstanden. Und ich hatte da eine ganz tolle Frau, die mich begleitet hat durch die ganzen vielen Jahre hindurch und immer gesagt hat, du wirst auch mal so arbeiten. Und ich, ja, okay. Und doch dieser Punkt, diese Krise hat mich dazu, ja, mich gebracht, mich mit mir, mit meiner Frau auseinanderzusetzen, wirklich. Ich glaube, etwas anderes hätte da in dem Moment noch nicht mich wach gemacht. Und die Krise, ja, die hat mich geweckt. Und ich bin da zu vielen Frauen immer wieder gekommen, die mich ausgebildet haben, die mich begleitet haben und vor allem auch viel mit dem schamanischen Wissen, was ich unterwegs bin. Ich bin sehr verbunden mit der Erde, mit den Elementen. Und ja, das bringt mich immer wieder weiter und inspiriert mich. Und es hört auch nicht auf. Man ist nicht irgendwie ausgebildet, dann hat man da ein Diplom oder etwas, sondern das geht immer weiter. Man entdeckt immer wieder neue Seiten. Und das fließt auch immer wieder zusammen, auch die vielen Seiten, die wir gemeinsam haben. Also verschiedene
von verschiedenen Wegen. Und es gibt, ja, es gibt immer wieder einen Kreis, es ergänzt sich immer wieder, es fließt. Wenn die eine etwas weiß die andere, muss sie nichts wissen und umgekehrt. Oder wir wissen manchmal beide nichts und plötzlich entsteht irgendetwas wieder aus diesem Raum. Und auch zu verstehen, dass das wirklich der weibliche Raum ist, da brauchte ich ganz viele Jahre. Und ich denke, auch jetzt immer wieder brauche ich Momente, wo ich realisiere, aha, das funktioniert aus einem ganz anderen Raum. Weil auch ja, von meiner Arbeit her, von meinem Leben her, muss ich sehr viel männlich funktionieren, Geld verdienen und zu meinen Kindern schauen. Und habe eigentlich da meine Frau ganz ja, auf die Seite stellen müssen. Du hast gesagt, weiblicher Raum. Was ist für euch der weibliche Raum? Ja, eben, das ist also es ist sicher das, was wir vom Kopf her oder so nicht verstehen oder auch nicht erklären können. Ich glaube, das ist vor allem das, was man fühlt. Oder das ist das, was aufgeht, wenn man zusammen ist. Was man merkt, ja, da ist etwas da, etwas, was hält, was wie den Boden gibt. Also etwas Getragenes, ja. Geborgenes. Was Boden gibt, was Sicherheit vermittelt, Frieden vermittelt, wenn ich so zuhöre von dem, was rüberkommt, wo man einfach auch sich öffnen kann, ohne was tun zu müssen, wo es geschehen kann. Genau. Wo einfach das, was ist oder wie man ist, genau richtig ist. Ja. Muss keine Rolle spielen oder versuchen, die Diva zu sein oder die Königin zu sein, sondern sich auch wieder dem Fluss von den Gefühlen anzuschließen, weil das Weibliche hat sehr viel mit Gefühlen zu tun. Und in unserer Gesellschaft ja, ist es nicht so einfach, Gefühle zu haben und zu zeigen und auszudrücken. Also drängt man seine Gefühle eher weg oder man ist halt dramatisch und wird als hysterisch oder unausgeglichen angesehen, aber das Weibliche fließt mit den Gefühlen. Und wichtig ist, dass wir Frauen lernen müssen, unsere Gefühle mit unseren Gefühlen zu sein, ohne uns damit zu identifizieren. Und dann kommt etwas in Fluss und dann kommt die Lebensenergie und dann kommt das Weibliche wieder ins Fließen. Und da kann Trauer sein, tiefste Trauer, 10 Minuten und dann kann 10 Minuten gelacht werden aus vollem Herzen. Und dann fließt aber die Lebensenergie, die weibliche Energie kann wieder fließen. Also das Weibliche hat auch viel mit Wasser zu tun. Ja. Und das, was du gesagt hast mit dem Element Erde. Ja. Auch wenn wir die Erde anschauen, hat sehr viel einfach still, ruhig sein. Und unsere Gesellschaft, die eher männlich geprägt ist, da ist halt Aktivität, schnell, Zielstrebigkeit, tak, 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 tak. Und wenn man nichts tut, ist das eigentlich schon fast... Das wird verpönt. Du machst nichts. Das ist ganz schwierig, aber auch nicht nur für uns Frauen, auch für die Männer. Also ich meine, die kennen das ja auch, du musst aktiv sein, du musst organisieren, du musst arbeiten, du musst Geld verdienen, oder? Und zu merken, dass das, es muss ja, sollte im Gleichgewicht sein, also Arbeit und Ausruhen. Sollte. Deswegen sage ich sollte. Weil wir ja alle das kennen von Zeiten, wo es mehr oder weniger ist. Aber das Weibliche bringt dich immer wieder dazu, zu schauen, dass du irgendwo in Balance kommst. Und es ist auch wie unsere Aufgabe von den Frauen zu schauen, dass wir da in diese Balance kommen, um das dann auch weitergeben zu können. Also in unsere Familien, unsere Männer, unsere Kinder. Das sind nicht die Männer, die die Ruhe bringen, sondern das sind wir Frauen, oder? Ja. Und das muss man sich bewusst werden und vor allem auch wissen, wie sich das anfühlt. Weil vom Kopf her wissen wir das vielleicht schon, aber wir wissen nicht, wie umsetzen. Und das ist so, sagen wir mal, unsere Arbeit, auch das selber immer weiter zu erforschen, weil es ist wie ich, zum Erforschen, zum Schauen und dann miteinander zu teilen. So das, was wir auch im Frauenkreis machen. Oder?
Du hast vorhin gesagt, schamanische Elemente. Mhm. Wo habt ihr denn das Schamanische gelernt? Bei wem? Wer war da eure Lehrer oder Lehrerin? Also das war das nur bin ich. Ja, also die eine große Lehrerin, das ist Lun Schneider, ja. Die ist aus Meerstetten. Die hat selber auch schon viele, viele Jahre Frauenkreise, wo Ayana als erste da war und mich da inspiriert hat und ich dann viele Jahre bei ihr war. Also mit vielen Frauen zusammen, wo wir ja viele Techniken gelernt haben, auch selber an uns und sie uns dann wirklich ihr Wissen Stück für Stück weitergegeben hat. Das ist sicher eine große, große Lehrerin. Und wo ich sehr verbunden bin, ist noch mit der Maya-Tradition von Mexiko. Also ich bin ausgebildet von der mexikanischen Maya-Priesterin Abuela Nakin. Also in ihrer Sonnentradition, Mütter der Zeit und alles, was mit dem Frausein in den neueren Jahren zu tun hat. Und da bin ich laufend dran. Das ist immer wieder. Also es sind große Frauen, die mich da begleiten und inspirieren. Und auch führen und führen, auch ja. Selbst leben, das ist, was dir so wichtig ist. Ja, genau. Was macht ihr denn genau in so einem Frauenkreis? Sind das Rituale oder welche Techniken wendet ihr denn an, wenn ihr mit Frauen arbeitet? Oder das Weibliche gerne nach vorne holen möchte? Ich kann auch mit einem Mann sein. Genau. Also, es sind ganz verschiedene Dinge. Wie gesagt, es ist sicher einmal die Stille, ja. Das Ruhigwerden, bei sich im Körper ankommen. Das kann über Meditationen sein, in Stille, es kann über aktive Meditationen sein. Berührung ist ein ganz wichtiges Element für Frauen, um wirklich wieder in ihren Körper zu kommen. Also auch unseren Körper nicht als eine Maschine anzusehen, die funktioniert werden muss und trainieren, sondern es geht eher darum, den Körper wirklich von innen zu erfühlen, sich wohl im eigenen Körper zu fühlen und ihm das zu geben, was er braucht, damit ich mich wohlfühle. Genau, das Weibliche ist auch nach innen gerichtet. Und das Männliche ist mehr, wie mache ich meinen Körper schön, dass er nach außen schön aussieht. Das ist das, was wir gewöhnt sind. Aber da in unseren Körper hineinzugehen und was kann ich da machen, dass ich mich in meinem Körper wohlfühle und wirklich zu Hause fühle. Also da arbeiten wir viel mit dem Körper, die Stille. Ja, die Bewegung. Ganz wichtig, den Körper über Bewegung einfach ja, wach machen. Oft kommen die Frauen so aus einem hektischen Alltag, wirklich, die sind irgendwo und dann ist ein Teil wirklich die Stille. Und in der Stille melden sich dann ganz viele Dinge von alleine. Und dann braucht es oft auch die Bewegung, um da wieder, ja, wieder irgendwo auch das Ventil zu geben. Also wir tanzen, wir machen oft auch so Übungen zusammen oder zu zweit. Also das leiten wir dann auch an mit verschiedener Musik. Das kann manchmal auch ganz laut sein, ganz stark, ganz kraftvoll und dann ganz, ganz sanft und ganz fein. Je nachdem, wie die Frauen auch kommen, in welcher Stimmung, das ist etwas, was wir auch aufnehmen. Manchmal sind sie so gut drauf, manchmal geht es ein oder zwei nicht gut, das nehmen wir alles mit. Und ja, ein Teil geht auch über Gespräch, wo wir auch schauen, wie geht es den Frauen, ihnen auch Fragen stellen, dass auch mal der Kopf, ja, muss manchmal auch ein bisschen beschäftigt sein. Und dann trotzdem immer wieder schauen, dass die Verbindung kommt, wirklich zum Gefühl, zum Herzen, vor allem zum Schoßraum. Das ist so, ja, ein großer zentraler Punkt, wo wir arbeiten, wirklich mit dem Schoßraum, was wir Frauen einfach natürlich zur Verfügung haben und wo die Frauen eigentlich nur kennen zum Gebären. Das ist auch so etwas, ist auch so das Neues zum Entdecken, dass da ganz viel drin ist, oder? Ich sage dem jetzt mal den Schoßraum, das ist auch das zweite Chakra, das steht ja auch für Leben, für Lebendigkeit und für Erschaffen, also für etwas gedeiht, etwas auch reifen zu lassen. Und das ist natürlich oft auch Verletzungen sind da. Genau. Und das nicht nur bei den Frauen, da ist jetzt ein ganz bisschen den Mann auch in den Schutz. Ja, genau.
Nein, ich finde es sowieso sehr spannend. Also ich habe euch die ganze Zeit zugehört und ihr spricht so intensiv vom Frausein und ihr seid ausgerichtet auf die Frau. Aber das, was ihr beschreibt, das ist genau das, was ich auch brauche als Mann. Ich bin vielleicht als Mann in unserer Gesellschaft hier anders ausgerichtet oder auch anders deklariert. Aber damit ich mich wohlfühle, ich brauche Stille, ich muss zu mir kommen, ich brauche Bewegung. Und nicht irgendwie auf dem Förderband oder sonst auf dem Fahrrad oder so, sondern ich brauche vielleicht mal eine Yogastunde oder sonst was. Vielleicht bin ich zu weiblich, ich weiß es nicht. Aber mir ist es ganz wichtig, dass ich zur Ruhe komme. Nur dann fühle ich Lebensqualität. Genau. Und das brauche ich genauso wie die Alltagshektik. Oder ich brauche es, damit ich die bestehen kann. Danke für den Impuls. Vielleicht kommt hier auch der Impuls, dass ihr eine Männergruppe macht, wo ihr denen das Weibliche lehrt. Ja, vielleicht wäre es nicht schlecht. Es ist einfach in unserer Gesellschaft so, sind so Bilder, die fast nicht wegzudenken sind. Genau, das ist das, was wir merken, was uns in der ganzen Gesellschaft so übergestülpt ist. Schon von tausenden von Jahren, wo wir eigentlich alle dran sind, ob jetzt Männer und Frauen, uns da eigentlich zu befreien, oder? Ja. Und es geht ja darum, auch wir als Frauen so die Balance zu finden, damit wir mit den Männern das gemeinsam schaffen, oder? Und nicht nur für uns Frauen oder gegen, sondern dafür. Das ist uns ganz wichtig auch in unserer Arbeit, oder? Das, was wir machen, dass das weiter hinausträgt in die Familien zu den Männern, oder? Dass das ja überall in Resonanz kommt, in Punkte, die heilen dürfen, die abfallen dürfen. Oder? Ja. Das hat auch sehr viel damit zu tun. In der Beziehung finden ja dann auch starke Veränderungen statt, wenn die Frau mehr wieder in ihre weibliche Seite nach vorne holt und sie lebt und die männliche Seite mehr das andere wieder ihrem Partner gibt. Genau. Das kann ja recht chaotische Situationen geben in der Beziehung drin. Kann auch Angst machen. Wie geht ihr mit Ängsten um oder was bedeutet euch Ängste und was macht ihr bei Ängsten mit den Frauen oder mit den Leuten, die zu euch kommen, ja auch sonst oder außerhalb des Frauenkreises? Also ich denke, bei der Angst ist wichtig zu sagen, dass sie eigentlich eine physiologische Instinktreaktion ist und von daher auch etwas Positives hat, nämlich uns vor Gefahr zu beschützen. Ja, einfach, dass man das auch sieht. Aber wenn es natürlich so dann automatisiert wird, dass man vor allem möglichen Angst hat und dies und das und unser Leben immer mehr einengt, da ist es natürlich wichtig zu schauen, was ist da. Bei Ängsten, also meine Art, mit Ängsten umzugehen, ist für mich persönlich einfach, wirklich sie da sein zu lassen und mit ihr zu sein und durch sie hindurchzugehen. Sie wirklich zu fühlen in meinem ganzen Körper. Mit Klienten oder mit Frauen vom Frauenkreis würde ich sagen, es ist gut, wenn man das zu zweit macht und nicht alleine. Weil da ist auch wieder die Gefahr, sich mit der Angst zu identifizieren und dann fällt man ins Loch und man kommt nicht mehr raus. Oder mit Voice Dialog, mit dieser Methode, die ich beschrieben habe, dass man der Angst einen Platz oder einen Raum gibt, sagen wir, die sitzt da unten, dann setzt man sich dahin und als Begleiterin rede ich mit der Angst. Wer bist du? Was hast du? Was fürchtest du? Was könnte passieren? Und dann nehme ich die Person wieder zurück in ihre Mitte und von da aus entstehen dann plötzlich Lösungen, Möglichkeiten, was man tun kann. Und doch denke ich, auch wenn ich Angst bekomme in meinem Alltag, ist es für mich immer ein Zeichen, wach zu werden, sagen, ups, was stimmt da nicht, muss ich irgendetwas verändern? Oder dass ich mir am besten Zeit nehme, wenn sie erst so ein bisschen da ist, als wenn sie da so kommt, genau. Ja, ich sehe es auch wie Ayana, also mit den Ängsten umzugehen. Für mich ist da noch so ein wichtiger Punkt, und zwar das mit dem Kind. Also wenn ich einem Kind zuschaue, dann sehe ich, ein Kind, das hat keine Angst, das steht so im Leben und macht alles.
Also einfach zu sehen, dass das Kind, dass Angst irgendwo auch etwas Anerzogenes ist. Mhm. Es gibt die Urängste oder die Instinkte, die warnen, wie du beschrieben hast, das ist ganz klar. Aber ansonsten sind diese Ängste eben eigentlich nicht real. Nur, sie werden real, ganz klar. Und wenn ich einem Kind zuschaue, also ich arbeite ja schon seit über 20 Jahren mit Kindern, das ist wirklich so etwas Tolles. Die sind im Moment und die haben dann keine Angst. Die würden einen riesen Sprung machen und schaffen das dann auch. Und das nehme ich immer wieder mit oder merke auch, wenn ich Angst habe, bin ich das wirklich oder ist das da ja, mein Mädchen, das dann wirklich so Angst hat. Also einfach zu sehen, auch mit diesen Teilen dann wirklich zu arbeiten oder die sich dann melden. So, dann kann ja auch damit die innere Frau auch aktivieren, dass sie dann für das Kind eine Mutter ist, für das innere Kind, wo die Situation auch heilen kann. Also dass man so wie dem inneren Kind auch Geborgenheit geben kann. Mit dieser Arbeit auch. Ja, also nicht nur die eigene Frau, sondern also auch, sagen wir dann weiter mit der großen göttlichen Mutter zu arbeiten. Ja. Das ist ein großes Feld, was wir auch in unsere Arbeit mit einfließen lassen. Zu sehen, dass wir Mütter eigentlich die geringsten Mütter sind, dass es da noch viel größere Kräfte gibt, wo wir uns verbinden können. Und auch wenn man zum Beispiel Frauen hat oder auch Menschen hat, die es in der Kindheit nicht so gut hatten oder mit dem Mutterthema oder Vaterthema zu sehen, ah, da sind Kräfte da, die das jetzt mithalten können, zusammen mit der eigenen Frau. Ja, also so nehmen wir so diese Teile ein bisschen auseinander, auch in unserem Frauenkreis und arbeiten dann so jeweilig auch. Du hast jetzt gerade vorhin gesagt, göttliche Mutter. Mhm. Ich mache mal daraus Göttinnen. Göttinnen sind ja in jeder Kultur, bis weit zurück, so ganz tragende Figuren. Habt ihr dann spezielle Göttinnen, die ihr da einladet, zum Teil von der Energie her, oder nehmt ihr das, was gerade kommt, oder wie seht ihr da die Verbindung von der Arbeit Frau sein mit diesen alten Göttinnen? Also was wir machen, also vor dem Frauenkreis verbinden wir uns mit den vier Elementen, ja, mit Himmel und Erde und laden eigentlich da immer spontan ein, wer uns eigentlich gerade so im Moment anspricht oder zufällt und lassen es dann nachher fließen. Was wir auch schon gemacht haben, ist mit Archetypen, zum Beispiel mit der Königin oder mit eben dem inneren Kind, der guten Mutter oder der wilden Frau, der Kali-Energie zum Beispiel. So, je nach Thema nehmen wir sie schon mit rein, aber eigentlich vor allem eher mehr mit den Elementen. Ja, wobei wir schon sehr verbunden sind jetzt auch mit Maria, mit Magdalena. Es gibt schon also die Frauen, die auch sehr bekannt sind, die auch so symbolisch wirklich diese große göttliche Mutterkraft tragen. Ich persönlich bin noch sehr verbunden mit den Mayas, mit ihren Traditionen, also ich rufe diese Traditionen an. Und das gibt immer einen guten Mix auch von dem, was im Moment auch da ist. Also wir benutzen wirklich die Göttinnen aus verschiedenen Traditionen. Also, aber ja, was ich gerne sagen möchte, was sich jetzt auch so über die Jahre entwickelt hat, also am Anfang haben wir ja den Frauenkreis von A bis Z vorbereitet. Du machst das, ich mach das und dann machst du wieder das und was zuerst und was nachher. Und unterdessen... Also ja, eine sehr männliche Art. Ja, genau. Und unterdessen fließt das so, dass wir eigentlich nur noch die Absicht oder den Impuls für den Abend haben. Eigentlich noch die erste Übung oder den Einstieg, die Kräfte oder Energien eben einladen, die Frauen zuerst sich mit sich selbst verbinden lassen, nachher eine Verbindung untereinander schaffen und dann geschieht es eigentlich von alleine, was geschehen möchte. Das ist so, wie ein bisschen Magie, kann man schon das sagen. Ist du, ja.
Also wo wir auch selber noch erstaunen, wow, das war wirklich eine gute Idee. Und oft wirklich dann im gleichen Moment, den gleichen Impuls oder den gleichen Satz sagen möchten. Und das Schöne auch daran ist, in diesem Feld dann eben auch nicht nur wir zwei, sondern auch die Frauen fangen auch an, mit ihren eigenen Impulsen reinzukommen, und dann fängt das einfach an zu fließen, und am Ende vom Abend ist es rund. Ich habe jetzt die ganze Zeit das Wort Frieden in mir. Ist das auch eine Art und Weise, wie man sich mit dem Männlichen versöhnen kann, eure Arbeit? Sehr. Mit dem inneren männlichen Anteil, der ist ja manchmal sehr prägnant, sei das, dass ich leisten muss und so weiter. Ja. Oder ist das auch, dass es dann eine andere Musterverhalten gibt, ja nicht mal, wie man mit den Männern im Außen umgeht, dass man da eine andere Sicht bekommt auf das Männliche? Ja und nein. Also so was, was für mich das Hauptsächlichste passiert, wenn ich mich mit Frauen verbinde, dass ich das, was ich beim Mann überstülpe, was ich von ihm unbedingt möchte und erzwinge und mache, dass ich das nicht mehr brauche. Okay. Und ich merke, die Frauen, die können das einander geben, auch mit Zärtlichkeit, mit Berührung, ohne dass da irgendwelche sexuellen Gedanken oder Erotik dahinter, sondern das ganz normale, weil so viele Kulturen wie die türkischen oder die italienischen, die fassen sich die ganze Zeit an, die sind beieinander, die kochen, die lachen, die waschen sich, die frisieren sich, das ist so normal. Und das passiert, also wir nehmen ganz viele Verantwortlichkeiten wieder zu uns selber, zu uns Frauen, und müssen das nicht beim Mann lassen und nicht erwarten und von ihm fordern. Und das gibt ganz, ganz viel Entspannung in der Beziehung. Also das heißt, dass ihr da wie den Frauen bewusst macht, weshalb sie eine Beziehung mit diesem Mann haben, was ihnen fehlt oder was sie draußen suchen, wo sie eigentlich innen suchen dürfen. Oder bei sich finden. Bei sich selber finden. Genau. Also so wie, dass man sich selbst in den Arm mal nimmt oder selbst liebt. Da habe ich gerade das Stichwort gegeben, Selbstliebe. Wie ist das für euch? Was bedeutet für euch Selbstliebe? Das ist ein großes Wort. Man hört so vieles, lieb dich mal selbst und dann geht's schon, oder? Was bedeutet für euch Selbstliebe? Genau, aber die Selbstliebe kannst du nicht vom Kopf her machen. Ich liebe mich jetzt selbst. Ja. Es ist wirklich, dich anzunehmen, so wie du bist, mit allem, was ist, mit deinen hellen wie mit deinen dunklen Seiten. Und das erfordert auch den Mut, eben die dunklen Seiten, so dunkel sind sie meistens gar nicht, wie wir meinen, ja. Auch Gefühle, Tränen, Schmerz, Wut, wie ich am Anfang gesagt habe, aber sie einfach wieder da sein zu lassen. Sie wollen einfach gesehen werden und diese Seiten wollen nicht einfach ignoriert und weggestoßen werden. Dass sie auch zu uns dazugehören und wirklich, für mich persönlich ist es wirklich auch, den Körper zu lieben, ganz im Körper zu sein, liebevoll mit meinem Körper zu sein. Da ganz, das gelingt mir mal besser und mal wieder nicht so gut, je nachdem, aber sich wirklich diesen Körper von innen her zu erfüllen, das ist ja auch der Ort, wo wir die Gefühle spüren. Und der Körper kann sehr angenehme Gefühle vermitteln und auch sehr unangenehme. Und ja, da liebevoll mit sich zu sein, auch wenn man mal Fehler macht. Dass sich nicht wieder selber zu kritisieren, also das ist auch ein wichtiger Punkt bei den Frauen, diese Selbstkritik. Da machen wir uns wirklich selber fertig. Also Selbstkritik hat ja auch so, ich bin schuld an der Situation, lernt man ja auch von Kindheit her oder bringt es auch als Thema mit. Genau, oder schon nur, wie man sich am Morgen im Spiegel anschaut und denkt, oh mein Gott, wie sehe ich heute wieder aus? Ja, das ist die Begrüßung, wie wir uns begrüßen. Oder? Ja, genau. Also da auch
mit Selbstliebe. Anscheinend bist du noch müde. Ja, okay. Geh heute Abend früher ins Bett zum Beispiel. So. Ja. Genau. Aber wirklich da, wirklich mit dem Herzen mit sich verbunden zu sein, immer wieder aufs Neue. Hat auch sehr viel mit Eigenverantwortung zu tun, dass das, was sich da draußen zeigt, egal durch wen, hat ja, wenn ich in Resonanz gehe, muss ich ja bei mir schauen, weshalb reagiere ich so. Ja. Genau. Und das fördert ihr, so dieses Bewusstsein, wie ich das heraushöre in eurem, in eurer Arbeit mit den Frauen jetzt einfach, damit die sich mehr bewusst werden. Halt, das ist nur, ich sage es jetzt ganz bösartig, ein Symbol, was mir da entgegenstrahlt, was hat es mit mir zu tun. Genau. Ja. Genau, auch da, wir Frauen sind oft immer noch unbewusst in der Opferrolle. Einfach durch die Jahrtausende von Patriarchaten. Und da geht es geht genau darum, wieder Eigenverantwortung zu übernehmen und zu spüren, hey, ich kann etwas ändern. Ich bin nicht Opfer von dem, was im Außen auf mich zukommt. Sondern ich kann schauen, was es ist mit dem Sein und es verändert sich. Also ich kann in meine Kraft kommen und ich kann eigentlich, ja, wenn man es ganz groß denkt, wirklich mein Leben so gestalten, wie ich es möchte und bin nicht Opfer von den Umständen. Diese Arbeit heißt auch, hört auf zu kämpfen. Ja. Nun, das geht nicht so schnell. Das ist einfach auch zu sehen. Also es ist Arbeit, eigentlich würden wir gern ein schönes Wort dafür benennen. Kreiert ein schönes Wort. Aber es ist wirklich manchmal Arbeit. Das will ich damit sagen, weil es ist wirklich all diese Sachen, die wir schon seit jeher in uns tragen, auch aus dem ganzen Kollektiv, also wir Frauen wie wir Männer, das braucht ganz viel und nur zusammen, also gemeinsam kriegen wir die Dinge weich oder können wir das verändern. Und genau deswegen ist es immer wieder so ein Weitergehen und ein Herantasten und manchmal gelingt es und manchmal gelingt es weniger gut und manchmal geht das Feld auf und manchmal nicht. Und das ist uns auch wichtig, dass die Frauen lernen, egal in welcher Situation sie sich fühlen, dass sie trotzdem kommen in unseren Kreis. Manchmal war das so, ja, ich fühle mich nicht gut, ich komme lieber nicht. Und den Frauen dann zu sagen, nein, und genau deswegen, das ist auch so eine Art, wie wir uns immer wieder zurückziehen, oder? Und ach, ich muss das alleine schaffen, mir hilft niemand, eben das Ganze. Opferdenken ist so in uns verankert noch, dass das bringen wir fast nicht raus. Also Schritt für Schritt wirklich nur mit nach innen gehen und gucken, wie kann ich das von innen heraus verändern. Und da die Frauen zu ermutigen und einzuladen, hey, komm trotzdem. Und dann geschehen die tollsten Sachen, wirklich untereinander. Und die Frauen können sich zeigen, ungeschminkt, egal wie wütend oder so traurig, einfach mit dem, was ist. Und das ist auch so, ja, es ist uns ganz, ganz wichtig, den Frauen das zu vermitteln. Egal, wie es dir heute geht, du gehörst hierhin. Und einfach die anderen Frauen dann auch zu sehen und die bestärken das auch, bis warst du mutig heute, dich so zu zeigen. Ich hätte mich das nie getraut. Also es macht auch Mut. Macht total Mut und braucht auch Mut, natürlich. sich so zu zeigen, ohne Fassade, nicht geschminkt, egal was man anhat, einfach wirklich so. Und es zeigt natürlich auch eine große Verletzlichkeit. Also, wenn wir so an diesen Punkt kommen, dann zeigen wir wirklich ja unser Innerstes, unsere größte Verletzung, die wir tragen. Und nur gemeinsam können wir dann dieses Feld wieder in die Heilung bringen. Alleine geht es nicht. Geht einfach nicht, oder? Und das zu sehen, einfach, ja, wie mutig die Frauen immer werden, das ist so auch so ein Teil, ihnen so diesen Mut zu machen. Egal was kommt, auch wir brauchen manchmal Mut. Auch Ayana muss uns manchmal ermutigen, oder ich sie, oder uns gegenseitig. Wir brauchen das einfach, wir können das nicht alleine. Also das einfach dazu stehen, so geht es mir heute und ich höre auf, mir selbst etwas vorzuspielen. Ja. Das ist das Ziel, wo ich daraus höre. Ja.
Mhm. Ja, genau. So, ich darf authentisch sein, ich darf mich selbst sein. Und wenn ich halt jetzt schwach bin, bin ich schwach. Genau. Und wenn ich halt stark bin, bin ich stark. Punkt. Mhm. Also so einfach so. Auch mir als Mann geht es so. Das, ja? Die Muster sind ganz ähnlich. Ja. Ja. Die Bilder sind ein bisschen anders, aber ich brauche auch sozialen Kontakt. Ich, ich würde sonst eingehen. Und ich glaube, viele Männer gehen ein, weil sie eine Rolle haben, die, der sie entsprechen müssen. Ja, genau. Und irgendwo dieser Kriegsheld sein müssen von damals. Das ist auch ein Bild, was wir noch immer ausleben müssen, hier im hiesigen Westen. Ich weiß es nicht, wie es in anderen Kulturen ist, da kenne ich mich jetzt mit diesem Mann-Frau nicht aus, aber hier für uns, das ist ganz ähnlich. Er spricht wirklich, er spricht mir aus dem Herzen, muss ich sagen. Ja, also wir haben ja auch selber männliche und weibliche Anteile in uns, ja, das natürlich, genau, und da ist auch unser Gefühl einfach, dass in diesem Kollektiv, durch dieses Patriarchat, ist dieses männlich-weibliche oder Yin und Yang einfach aus dem Gleichgewicht. Jetzt ist einfach vor allem Yang da, alle männlichen Qualitäten, die sind gut und weiblich, heute nicht mehr so, aber früher war wirklich schlecht. Und wir haben ja gesagt, Erde gehört zu weibliche Seite zu Erde und Wasser. Und das Männliche ist mehr mit Luft und Feuer verbunden. Und wir haben sehr viel Luft- und Feuerenergie. Aber wenn keine Erde da ist, dann entsteht eine Wüste. Und das, so stehen wir. Und was wir eigentlich mit dem Frauenkreis, mit dem Weiblichsein, mit diesen Qualitäten meinen, ist das einfach wieder in die Balance zu tun. Wunderschön, wenn das die Männer in sich selber auch tun. Im Großen, im Kollektiven müssen es vor allem wir Frauen tun, weil wir diesen Qualitäten einfach näher sind. Ich glaube, wir haben diese Kultur nicht so bei uns. Also dieses Sprechen miteinander, das geht schon bei einem Bier abends mal mit Freunden. Da wird es auch ziemlich intim teilweise, und dass es nicht ablässt, sondern dass es auch sich öffnet. Es hat eigentlich den gleichen Effekt, es funktioniert ein bisschen anders. Ja. Und es ist nicht so offensichtlich vielleicht. Aber ich möchte jetzt auch nicht für alle sprechen, dass es jeder funktioniert individuell. Ja, im Grunde genommen ist das, was wir ja auch sehen, auch nicht nur die Frauen sind so verletzt, sondern auch die Männer sind so verletzt. Einfach auch zu sehen, ja, die brauchen auch so Gruppen, die brauchen genau das Gleiche wie wir. Also wir hören das manchmal auch, oh, hätten wir das gerne auch. Und oh, ja, schön, was ihr da macht. Also auch von den Männern, von unseren Männern, oder? Also da ist die große Sehnsucht, ist wirklich da, oder? Ja, durchaus. Eben. Vielleicht fehlt der Mut. Männer sind nicht so mutig, wie sie ausschauen. Das ist auch eine Fassade, die man wahrt. Sehr schön. Ihr habt den Körper so betont. Es ist so wichtig, den Körper zu fühlen. Macht ihr da etwas Spezielles mit dem Körper, mit der Ernährung, oder wie pflegt ihr da das Bewusstsein mit dem Körper? Auch spezielle Bewegungen oder Sport oder was auch immer. Also ganz persönlich für euch. Ja. Und da spielt die Ernährung eine große Rolle dabei. Also ich bin unterdessen immer, komme immer mehr an den Punkt, dass ich wirklich in mich gehe und spüre, was mein Körper braucht. Und dann ist das vielleicht eine Yoga-Übung, dann ist das vielleicht eine Atemmeditation, dann ist es vielleicht ein Spaziergang oder vielleicht auch Schokolade. So, dass ich mich eigentlich, ich habe verschiedene Methoden, Übungen, Sachen, die mir gut tun, aber und manchmal erfinde ich auch selber Sachen oder lasse meinen Körper erfinden, was er wirklich braucht. So, ja. Mich auch, aber für mich ist zum Beispiel das Tanzen ganz wichtig. Ja. Also das Tanzen bringt mich immer wieder zu mir selber, so dass ich mich spüre, und zwar überall. Also wenn ich nicht tanze, dann fehlt mir etwas. Wirklich. Das ist so. Ja, das ist so
da ist Freude drin, da ist Bewegung drin und Leichtigkeit, auch Stille und Ruhe. Und mein Körper braucht verschiedene Sachen und das gebe ich ihm auch, also auch mit der Ernährung. Ich bin nicht nur das, das, das und das, sondern ich schaue einfach, was mir gut tut und finde auch raus, was mir gut tut. Aber ich bin da nicht ganz extrem, ich ernähre mich nur so oder so oder so. Und ich mag auch sehr gern Süßes. Ohne das könnte ich nicht leben. Ich brauche die Süße des Lebens, ich brauche die Fülle des Lebens. Also es ist für mich wichtig, auch mit den Elementen, das auch über die Nahrung einzunehmen. Also wirklich alles, was da ist. Und wirklich auch mit Freude zu essen. Also ich könnte mich jetzt nie von Lichtnahrung ernähren. Ich nicht. Sicher ein Teil, aber ich brauche wirklich, ich muss das anfassen, ich muss das sehen, ich muss es kochen. So eigentlich mit den ganzen Sinnen muss ich das machen. Ein Genuss pur. Ja, genau. Und wir sind ja auch hier und haben das ja auch zur Verfügung. Genau. Also es wird ja auch zu uns von der Mutter Erde zur Verfügung gestellt, genau. Und wenn man es bewusst isst, dann schadet es einem auch nicht in dem Sinne. Also ich finde, Genuss ist was ganz Elementares. Ja, es eben ist, genau. Ist vielleicht ein bisschen verschrien teilweise, ja, wird genau. Völlerei gleichgestellt oder Unverschämtheit oder was auch immer, aber Genuss, also wir haben Sinne und mit diesen Sinnen können wir wahrnehmen und wieso sollen wir das nicht tun? Ja, genau. Und da Freude dran zu haben, was gibt es denn Schöneres? Eben, das finde ich auch absolut, dass ich würde mich nie davon trennen. Genau, weil das war jetzt der Geschmackssinn. Aber na, das machen wir nämlich auch im Frauenkreis wieder. Die Sinne, Frau sein hat ganz viel, auch wie du gesagt hast, mit dem Genießen zu tun. Nicht jetzt nur übers Essen, sondern über die Berührung, übers Tanzen, die Bewegung, über die Stimme. Einfach genießen und wieder alle Sinne zu verwenden und dann auch sinnlich zu sein. Mhm. Wirklich diese Sinnlichkeit spürt man, sobald man alle Sinne offen hat. Mhm. Genau. Mhm. Das hilft auch wieder, in den Körper reinzukommen. Mhm. Und einfach sich zu genießen, die Bewegung zu genießen, die ich mache. Und die nicht einfach, jetzt tanze ich so, sondern es wirklich genießen, die Bewegung zu machen, da zu sein, zu fließen. Ja. Das kann ich auch mal. Ach so, natürlich, genau, das machen wir auch. Also es ist nicht alles nur fein und zart und sanft, überhaupt nicht. Mhm. Es geht um die eigenen Kräfte nach vorne zu holen. Das kann Sanftheit sein und das kann aber auch Stärke sein und ganz was anderes sein. Ja. Etwas, was die Männer wirklich noch eher aus meiner Erfahrung herauslassen, ist das Starke. Ja. Ja. Bis Frau also ihre Stimme wirklich einsetzt, braucht es manchmal ein bisschen viel. Und erkennen, auch Stimme ist ja auch etwas, wo ich mich ganz gut ausdrücken kann. Macht ihr das in euren Ritualen auch so? Ja. Sänge oder? Ja, das machen wir schon. Also manchmal kürzen wir schon ein bisschen. Nicht nur so, dass wir nur streichen, sondern wir gehen natürlich auch ein bisschen, also über die Stimme und das Trommeln, also manchmal wirklich auch diese Qualitäten, so wie eben so die wilde Frau zum Beispiel oder die Achaisch, die Kriegerin, also dass wir das in ganz bestimmten Übungen mit Musik und allem wirklich auch hervorholen. Also dass wir da wirklich gucken, ja, einen Raum schaffen, dass die Frauen sich auch getrauen. Also das schon, das ist uns wichtig, ja, das machen wir. Ihr habt die Göttin oder die Kali-Kraft. Kali hat ja sehr viel mit Sterben und Wiedergebären zu tun. Wie habt ihr so kleine Übungen, die ihr auch den Zuhörern mitgeben könnt und den Zuschauern? Ganz etwas Kleines, wie kann ich loslassen? Wie kann ich etwas in mir sterben lassen? Das ist ja manchmal nicht so einfach, etwas sterben zu lassen. Egal, ob es ein Mann oder Frau ist. Oder wie geht ihr mit dem Thema um? Ich muss ja, damit ich etwas Neues holen kann, muss ich ja wirklich das Alte wirklich wieder zurückgeben, also wo sterben lassen. Oder das ist jetzt nicht speziell im Frauenkreis, aber wir machen auch Jahreskreisrituale draußen in der Natur.
immer wieder an diesen Übergangszeiten, an diesen Schwellenzeiten in einem rituellen Raum wirklich die Möglichkeit, Altes dem Feuer zum Beispiel zu übergeben und loszulassen. Genau. Also ganz einfache Übungen wüsste ich jetzt eigentlich nicht, wie man schnell etwas loslassen kann. Also wenn du etwas weißt. Also für mich im Alltag ist es, ja, es geht nicht so einfach, aber etwas, was einfach geht, ist, wenn mich wirklich etwas bedrückt, dass ich mir das zum Beispiel auch aufschreibe und dann wirklich verbrenne. Und da braucht es kein großes Feuer, da reicht ein kleines Schmine, eine Schale. Also einfach, ich denke, etwas Wichtiges, um etwas loszulassen, ist, wie in die Handlung zu kommen. Für mich. Und dann etwas zu handeln, ob das jetzt ein Feuer ist oder ich falte das und übergebe es zum Beispiel dem Wasser. Einfach das, was ich loswerden möchte, muss ich ja manchmal in mehreren Schichten loswerden, mit mehreren Gefühlen auch dazu. Aber ich kann was tun, etwas Symbolisches, ein kleines Ritual. Und das können wir im Alltag sehr wohl machen. Oder? Also ich kann auch etwas in die Erde vergraben. Also in den Wald gehen, mir einen schönen Platz suchen, ein Loch machen und das, was ich mir aufgeschrieben habe, also was ich loswerden möchte, ein Symbol suchen dafür und das der Erde übergeben. Also was wir in unseren Jahreskreisritualen draußen machen, kann man auch für sich im Alltag ganz klein machen, einfach zu handeln dann. Loslassen bedeutet, ich gebe es weiter. Genau. Das ist eigentlich eine Transformation. Ja. Oder Recycling. Ja, genau. Für die Erde. Ja. Also für mich gebe ich es irgendwo, irgendwem. Ja. Und die dürfen dann damit tun, was sie gerne möchten. Und da entsteht dann wieder etwas Neues. Und da entsteht wieder etwas Neues. Und bei mir ist es draußen. Genau. Und das Aufschreiben finde ich etwas sehr Wertvolles, wenn man wirklich etwas sehr Bedrücktes, man das kurz aufschreibt und nach draußen gibt. Also loslassen hat viel mit nach außen geben zu tun. Du wolltest etwas fragen, entschuldige. Nein, das ist ich bin gerade fasziniert vom Wort Recycling. Ja, und das werde ich aufgreifen. Genau. Und was die Mutter Erde natürlich immer gerne hört, ist ein kleines Gebet, wenn man dann sie darum bitten, dass sie dann recycelt. Also das ist mir auch noch wichtig. Und uns einfach darum zu bitten, in den eigenen Worten, wie auch immer, und dann sich zu bedanken. Das ist so wie das Ritual, dann eröffnen und abschließen. Also man fängt ja auch irgendwo mal mit irgendwas an. Das kann ja gut oder schlecht oder wie auch immer sein. Das ist gar nicht zu bewerten. Und irgendwann hat es den Zenit erreicht und muss auch wieder gehen, egal was. Ja. Und da finde ich eben das Zurückgeben ganz schön oder eben recyceln. Weil es ist ja nicht Altlast in dem Sinn, sondern es ist einfach die Zeit für Erneuerung. Genau. Und jemand anderen kann es vielleicht brauchen, oder die Erde oder wie auch immer. Es ist ja Energie, die vorhanden ist, sagen wir mal so. Genau. Das ist per se nichts Schlechtes. Nein. Und die Absicht, die dahinter steht, ist ja gut. Oder? Man will ja nicht die Erde vergiften, sondern man bittet sie darum, dass sie das transformiert in was auch immer und die Energie wieder frei macht. Oder? Ja. Du hast auch ein sehr großes Naturbewusstsein, wie ich da herausfinde. Aber was bedeutet denn die Erde oder das Leben hier auf der Erde für euch? Das ganze Dasein im Körper. Mhm. Ich frage das, weil aus eigener Erfahrung immer will ich ja auch nicht da sein. Ja, es ist auch für mich ein Prozess. Ich habe auch Seiten, die sind nicht mehr so stark, die wollen gar nicht hier sein. Ja. So, aber je länger, desto mehr, das ist ja auch ein Prozess, wo ich mich immer tiefer einlassen kann und je mehr ich mich eben mit mir selber, mit meinem Körper verbinde und auch die Verbindung mit der Natur, die Pflanzen, das ist sehr wichtig für mich, auch die Verbindung zu den Pflanzen. Ich glaube, hier zu leben bedeutet einfach, sich zu verbinden, wirklich einzulassen und mit dem, was ist, zu verbinden. Mit dem Stein, mit dem Wasser, mit der Frau neben mir, mit dem Kind, mit allem, was ist, diese, wirklich diese Verbindung einzugehen. Und das ist
nicht immer einfach. Was bedeutet das für dich? Ja, für mich ist so wie in erster Linie, dass ich meinen Körper bewohne. Also zu sehen, ohne den Körper geht gar nichts. Also ohne den Körper, da spüre ich nichts, da denke ich nichts, da bin ich nicht verbunden. Also zu sehen, dass eigentlich meine Verbindung, wohin jetzt auch immer, sage ich mal, ist nicht so gut oder nicht so stark, wie ich ihn nicht mit dem Körper hier hinbringen kann und hier halten kann. Und das ist so für mich wie das Erste, meinen Körper so zu nehmen und zu ihm zu schauen, damit ich ihn ganz spüren kann. Und das hilft natürlich die Natur sehr, also in die Verbindung mit der Natur zu gehen. Weil in einem Haus geschieht nicht das Gleiche, wie wenn ich in einen Wald gehe oder zum Pflanzen gehe oder ans Meer oder in die Wüste, egal wohin. Einfach zu sehen, ja, aus dem bestehe ich ja. Also, ja, wie du gesagt hast, verbinde ich mich damit. Und auch wieder daran erinnern, an diese Verbindung, weil wir das im Alltag manchmal einfach vergessen oder zu viel los haben. Einfach wieder, ja, wenn ich mich verbinde, dann bin ich auch viel mehr mit meinem Körper verbunden. Das wollte ich noch sagen, wenn ich wirklich da bin in meinem Körper und vor allem als Frau jetzt in meinem Schoßraum, dann ist alles, was im Außen passiert, gar nicht mehr so bedrohlich, wie wenn ich nur hier oben bin. Ja, genau. Also wenn ich wirklich da bin, dann können schöne Sachen und nicht schöne Sachen passieren. Die nicht schön machen vielleicht ein bisschen traurig, aber es verändert mich nicht. Ich kann es halten. Ja. Und sobald ich nicht hier bin, sondern nur im Herz und im Kopf und es kommt irgendetwas nicht Gutes, dann ist der Boden weg. Ja. Genau. Auch im Schoßraum sein bedeutet eigentlich auch Schutz. Ja. Schutz, Grenzen, ja, wirklich da zu sein. Ja. Da kann auch die Grenze nicht verletzt werden. Ja. Eben, wenn ich nur hier oben bin, dann kann hier unten alles Mögliche kommen. Andererseits ist es sehr schwierig hier wieder rein, weil wir Frauen da sehr verletzt wurden. Darum ziehen wir uns da auch so raus und merken es eigentlich gar nicht. Also so ging es mir. Ja, genau. Wie ich dir am Anfang gesagt habe, Frau sein, mir geht es doch gut. Mhm. Und je mehr ich hier reinkomme, entdecke ich einfach, dass da wirklich Schätze verborgen sind, die das Leben einfach so viel schöner machen. Man sagt nicht umsonst, das zweite Chakra ist das Schöpfer. Chakra, ja. Da erschaffe ich, und das zählt auch für den Mann, also Bewusstsein, wie gehe ich mit dieser Energie hier um, ja, genau. Das ist das, was ihr den Frauen ganz bewusst rüberbringen möchtet, hey, ihr habt hier Potenziale, Fähigkeiten, Kreativität, Stärken, Kraft, das ist das Zentrum, ich kann nicht dastehen, wenn ich hier nicht im Zentrum stehe, wenn ich dann an den Knien oder nur oben bin, dann habe ich keinen Halt. Ja. Also auch, dass das Zentrum seinen Halt gibt. Ja. Es ist ja auch physikalisch gesehen der Körper mit dem Punkt. Genau. Noch eine Frage. Habt ihr ein spezielles Motto so für euren Alltag? Ja, unser Motto von unserem Frauenkreis, das ist Ganzsein, Dasein, Frausein. Mhm. Genau. Schön. Nicht mehr, nicht weniger. Es braucht gar keine langen Erklärungen immer. Ja, ich danke. Hast du noch etwas? Nein. Wir fragen uns manchmal. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure Sicht, wie Frau sich entwickeln kann, ohne zu kämpfen, indem sie sich selbst einfach wieder ihr bewusst wird. Und ich wünsche euch für eure Frauengruppen ganz viele tolle Begegnungen und immer wieder Frauen, die bereit sind, sich selbst zu erforschen. Herzlichen Dank, Ayana, herzlichen Dank dir. Herzlichen Dank auch dir, Vanessa. Ja, vielen herzlichen Dank, Vanessa und Alban. Danke für das wunderbare Gespräch.